Mit dem Euro werden Kriegsverbrechen finanziert. Das ist den meisten in den letzten Wochen bewusst geworden. Auch deshalb, weil es unsere eigene Existenz, unsere Zukunft gefährden kann. Putin den Geldhahn zum Beispiel für Öl und Gas zuzudrehen, heißt aber auch, uns schon jetzt in Schwierigkeiten zu bringen. Für eine gute Sache. Aber wo liegt die Grenze, wo Boykott mehr schadet als nützt? Eine knifflige Frage. Gas und Öl aus Russland, können wir uns das noch leisten? Jetzt in der Phoenix-Runde. Phoenix-Runde. Herzlich willkommen bei uns. Meine Gäste, zunächst hier im Studio ist Cordula Tutt. Sie sind Korrespondentin der Wirtschaftswoche hier in Berlin. Michael Kruse ist bei uns energiepolitischer Sprecher der FDP-Bundestagsfraktion. Zugeschaltet sind uns Hermann Josef Tenhagen, Chefredakteur von Finanztipp, und Ludwig Möhring. Sie sind Hauptgeschäftsführer des Bundesverbandes Erdgas, Erdöl und Geoenergie. Herr Kruse, die Spritpreise, die erreichen ja astronomische Höhen. Der Rabattvorschlag Ihres Parteivorsitzenden Christian Lindner, bis zu 40 Cent pro Liter gleich an der Tankstellenkasse zurückzuerstatten. Ist das die richtige Reaktion jetzt in diesem Moment? Ja, ich meine schon, denn viele Menschen in diesem Land suchen sich ja nicht aus, ob sie große Strecken fahren. Ich nehme als Beispiel die Pendlerinnen und Pendler, die natürlich über große Distanzen fahren müssen. Und das Ziel aller Maßnahmen, die wir jetzt ergreifen, muss ja sein, Wladimir Putin zu treffen, das Regime um ihn herum zu treffen und nicht größere Schäden in Deutschland zu produzieren als in Russland. Frau Tutt, bei dem Thema Tankrabatt à la Christian Lindner gibt es auch Widerspruch und andere Meinungen. Was spricht dagegen? Also ich bin etwas überrascht von diesem Vorschlag, weil es ja gerade von einer Partei kommt, die normalerweise den Markt und Preissignale wichtig findet. Und dieses Mittel hat jetzt die völlig falschen Anreize. Ist teuer für den Staat, hat wenig Effekt für die Bürgerinnen und Bürger und bringt im Zweifelsfall nur den Gewinne, die ohnehin gerade schon reichlich Gewinne machen, Raffinerien und andere. Herr Tenhagen, Sie sind ja sozusagen gewissermaßen der Schutzheilige der Verbraucher. Wie können denn Autofahrerinnen und Autofahrer sinnvoll entlastet werden? Also sinnvoll entlastet werden können Sie sich selber, wenn Sie eine Tank-App benutzen. Die Tank-Apps werden im Augenblick so viel genutzt, dass sie viel langsamer geworden sind, sagen auch die Betreiber selber. Da kann man 15, 20 Cent pro Liter sparen. Das Zweite, was man machen könnte, man könnte tatsächlich mal in Raffinerien auf dem Fuß stehen. Es kann ja nicht sein, dass das Rohöl 10, 15, 20 Cent pro Liter teurer wird und der Sprit, der Diesel 55 Cent an der Tanksäule. Da ist möglicherweise auch noch was anderes passiert. Und es gibt ja auch Leute aus der Mineralölwirtschaft, die durchaus sagen, die Raffinerien verdienen im Augenblick gut. Also mit anderen Worten Kriegsgewinnler. Das brauchen wir eigentlich nicht. Und da könnte sich auch eine Regierung drum kümmern, dass sowas nicht passiert. Und das Dritte ist, was man natürlich immer machen kann, man kann Sprit sparen. Der ADAC turnt immer vor, wie man mit einem Auto, was normalerweise 8 Liter Sprit braucht, für die gleiche Strecke auch mit 6 Liter Sprit fahren kann. Kann man beim Bayerischen Rundfunk schöne Videos angucken. Die empfehle ich immer allen Leuten, die mich fragen, wie man den Sprit sparen kann. Herr Möhring, dieser Hinweis von Herrn Tenhagen auf diesen Preisdifferenz zwischen Benzin und Rohöl, woher kommt das eigentlich? Sie sind ja da involviert, Sie vertreten ja die Erdöl-, Erdgas-, Geoenergiewirtschaft. Gibt es dafür eine Erklärung, dass zwar auch der Rohölpreis erheblich angestiegen ist, aber nicht so stark wie Benzin und Diesel? Also ich spreche regelmäßig nicht für den Raffineriebetrieb hier in Deutschland. Das ist ein anderer Verband. Aber lassen Sie mich eins sagen. Also ich bin mir sehr sicher, dass aktuell alle, die in der Wertschöpfungskette aktiv sind, sehr genau schauen auf das, was sie machen. Und ich kann mir kaum vorstellen, dass in den Raffinerien gerade hier die angesprochenen Kriegsgewinner hier sich selber ins Schaufenster stellen sozusagen. Ich würde da gerne noch nachlegen, wenn ich darf. Sicher. Also wenn Sie Heizöl kaufen in Berlin, kostet das im Augenblick 1,80 Euro. Wenn Sie Heizöl am Niederrhein kaufen, kostet der im Augenblick 1,30 Euro. Erklären Sie mir das bitte mal. Als die Raffinerie damals in Ingolstadt explodiert ist, was ein richtig großes Problem für die Mineralölwirtschaft war, war der Preisunterschied 10 Cent bundesweit. Jetzt haben wir da 50.
Müssen wir noch erklären, Herr Möhring vertritt aber nicht die Mineralölwirtschaft, hat er gerade ja noch darauf hingewiesen, sondern die Rohölwirtschaft, wenn man so will. Also sagt er das Vorprodukt, aber ja, trotzdem war es ja an Sie gerichtet, Herr Möhring. Ja, auch hier sehen wir meiner Ansicht nach einen Effekt, der sich gerade tatsächlich aus der existierenden Logistik für Rohöl und Ölprodukte in Deutschland zeitigt, nämlich dass ein Großteil des Öls, das im Osten der Bundesrepublik hier verwandt, genutzt und auch raffiniert wird, aus Russland kommt. Und das sind, würde ich erwarten, hier die Konsequenzen, mit denen wir hier gerade umzugehen haben. Jetzt gibt es ja eine generelle Frage, Frau Tutt. Diese hohen Energiepreise insgesamt, also das gesamte Energieangebot, meine ich jetzt, ist das eher einem Mangel an Angebot geschuldet oder vor allen Dingen der Spekulation? Also im Moment kann man so einen drastischen Mangel noch nicht sehen. Es ist eher die Erwartung des Mangels und eine Spekulation, die darauf aufbaut. Diese enormen Preisunterschiede, die ja gerade schon angesprochen wurden, beim Öl jetzt speziell, die kommen natürlich daher, dass es im Moment ein zweigeteiltes Deutschland immer noch gibt. Also Ostdeutschland wird per Pipeline mit Öl aus Russland vor allem versorgt und hat wenig andere Zugänge. Und im Westen des Landes gibt es billigere, konkurrenzfähigere Versorgung. Also das ist sicher ein Punkt. Und im Moment haben wir noch keinen Mangel, nicht an Gas, nicht an Kohle, nicht an Öl wohl. Das russische Öl und die russische Kohle werden eben vermieden. Insofern wird es teurer, klar. Aber wir haben im Moment eher die Erwartung, dass es anders wird, dass vielleicht sogar ein Embargo oder ein Lieferstopp kommt. Darauf kommen wir auch noch. Die hohen Spritpreise sind ja eine mittelbare Folge des Ukraine-Kriegs. Vielleicht noch mal auf das, was Ihr Parteivorsitzender da vorgeschlagen hat. Haben Sie eine Überlegung oder eine Vorstellung, was das kosten würde, 40 Cent pro Liter? Sagen wir mal 3 Monate, vielleicht ein realistischer Zeitraum, in dem dieser Ukraine-Krieg weitergeht und damit auch Auswirkungen auf die Energiepreise hat, was das kosten kann. Da ist ja von hohen Milliardenbeträgen die Rede. Ja, das ist aber ehrlich gesagt gar nicht meine Erwartungshaltung, denn wir haben ja in den letzten 2 Tagen schon eine deutliche Entspannung an den Weltmärkten für Brent gesehen, also für Öl. Das heißt, mit der fortlaufenden Auseinandersetzung geht ein bisschen Hysterie aus dem Markt raus. Damit fallen die Preise im Ölbereich schon wieder. Das heißt, das wird nicht die dauerhafte Situation sein. Wir haben natürlich darüber noch einen weiteren Effekt gehabt, nämlich, dass der Euro stark abgewertet hat gegenüber dem Dollar. Das alles im Ölbereich wird in Dollar gehandelt. Das bedeutet, wir haben einen zusätzlichen Währungseffekt gesehen. Das wird aber beides nicht dauerhaft sein. Ich möchte noch mal ganz kurz auf die Raffinerien zu sprechen kommen, weil ich glaube, da ist ein entscheidender Dreh- und Angelpunkt. Wir haben gerade aktuell die Diskussion in Schwedt, wo eine 100-prozentige russische Tochter gerne sich noch erweitern möchte, noch den Anteil erhöhen möchte. Da möchte ich mal das Fragezeichen dahinter machen. Das Thema war, sind die Raffinerien diejenigen, die im Moment gute Ergebnisse erzielen? Ich stelle mir die Frage, wem sollten die Raffinerien in Deutschland denn eigentlich gehören? Und wollen wir eigentlich, dass Russland jetzt auch noch an den deutschen Raffinerien ordentlich mitprofitiert? Ich meine, das Bundesministerium sollte diese Erweiterung untersagen. Ist das durch die Sanktionsmaßnahmen nicht ausgeschlossen im Moment? Nein, das ist nicht ausgeschlossen. Sie sind ja schon beteiligt. Und deswegen meine ich, es liegt gerade zur Prüfung beim Bundeswirtschaftsministerium. Und deswegen wäre es wichtig, dass der Bundeswirtschaftsminister hier eine klare Entscheidung trifft gegen diese Erweiterung des Anteils. Darf ich da ergänzen? Das Bundeskartellamt hat am 21. Februar, 3 Tage vor Kriegsbeginn, diese Aufstockung des Anteils von Rosneft in Schwedt genehmigt, nämlich von 52% auf Anfang 90%. Die haben die Anteile von Shell da gekauft, 3 Tage vor dem Krieg. Also da hat offenbar mindestens insgesamt in der Regierung niemand so recht drauf gesehen. Aber die Rosneft hat ja auch Anteile an Raffinerien in Baden-Württemberg und Bayern in den letzten Jahren gekauft. Und direkt nach dem Einmarsch der Russen auf der Krim, da war die Regierung auch nicht so auf der Höhe der Zeit, kann man so sagen, hat Gazprom den größten Gasspeicher der Republik in Reden gekauft. Das ist sogar zunächst mal zurückgestellt worden wegen dieses Einmarsches. Aber nachher fand man, die Energiesicherheit sei nicht gefährdet und hat dann das doch genehmigt. Ich finde, im Moment werden aber 2 verschiedene Ebenen vermengt. Das eine ist das sehr kurzfristige, was Herr Lindner in die Welt gesetzt hat, was die Verbraucher entlasten soll. Und das andere ist ja strategisch, wie wir uns weiter aufstellen und uns unabhängiger bis unabhängig von Russland machen.
Aber beide Debatten müssen wir ja führen. Ja, aber also die gerade führen die Debatte auch um die in dieser Sendung, und zwar der Reihe nach. Ich habe nur noch eine Frage an Herrn Möhring in dem Zusammenhang. Auf was müssen wir uns denn bei den Energiepreisen einstellen? Also bei Erdöl, bei Erdgas in der nächsten Zeit, ist da die Preisspitze schon erreicht? Oder gibt es auch Hinweise, wir reden jetzt noch nicht, ob es ein Embargo gibt gegen russisches Öl und Gas. Ja. Gibt es da Hinweise, dass das nicht das Ende der Fahnenstange war? Ja, wir müssen aktuell, Herr Kähler, letztendlich in Szenarien hier denken. Die einen nennen aktuelle Preise von Spekulation getrieben. Ich bin eher bei Frau Tutt, die sagt, hier gehen auch Erwartungen mit in die Preise rein. Und machen wir uns nichts vor, solange Lieferunterbrechungen, wer auch immer sie nachher ausspricht von Lieferungen aus Russland, solange die im Raum sind, werden wir davon ausgehen müssen, dass Preise Regionen erreichen, die wir lange nicht gesehen haben, beim Gas übrigens noch nie gesehen haben. Nicht? Wir haben in der vergangenen Woche, ich gebe Ihnen nur mal ein Beispiel, eine Preishöhe an den Spotmärkten gesehen, die war jenseits von dem, was Dmitri Medvedev in Aussicht gestellt hatte, als Preise, auf die sich Europa einstellen müsste. Und ich würde mal vermuten, dass er da eher oben ins Regal gegriffen hat. Und was uns hier sehr, sehr deutlich macht, wie schnell Märkte reagieren können, wenn bestimmte Erwartungshandlungen im Handel da vorhanden sind. Herr Tennhagen, Sie haben am Anfang der Sendung auf die Nachfragemacht der Verbraucher abgehoben. Können wir das vielleicht noch etwas detaillierter sagen beim Thema Energiesparen, Energieeffizienz, was ist da noch möglich? Es gibt ja noch andere Ideen, was man da machen könnte, um Energie zu sparen. Tempolimit ist auch ein Thema, das immer wieder auftaucht in dem Zusammenhang. Könnten Sie das, was der Verbraucher angesichts dieser hohen Preise, die auf dem gesamten Energiesektor ihn jetzt betreffen, bei der Mobilität, beim Wohnen oder auch die Unternehmen, was da noch möglich ist, um diese Kosten in Grenzen zu halten? Welchen Einfluss Verbraucher und Unternehmen da nehmen können? Naja, wir haben schon als Verbraucher Einfluss, weil wir bestimmte Stellschrauben können wir selber schauen. Das eine ist das Thermostat zu Hause in der Heizung. Also erstmal ein ordentliches neues Thermostat dazu haben, was eine ordentliche Temperaturregelung erlaubt und dann vielleicht auch 2 Grad weiter runterdreht, bringt natürlich eine Menge. Den Klempner zu beauftragen, wenn man die Heizung selber im Griff hat, dass er mal die Heizung wieder ausbalanciert, bringt auch eine Menge. Da kann man auch was dran machen. Man kann natürlich an allen möglichen Enden in der Wohnung Energie sparen. Das Gleiche gilt beim Auto, habe ich eben schon gesagt. Spritsparender Autofahren geht schon. 20-25% weniger geht da per se. Tempo 130 bringt gegenüber 160 ein Drittel Einsparung. Die Herrschaften bei Greenpeace haben ausgerechnet, bei Tempo 100 würden wir so ungefähr so viel sparen, wie man da in dem Bereich an Sprit sparen könnte. Das wäre ja vielleicht auch mal für einige Wochen oder Monate eine Möglichkeit, das zu tun. Solche Dinge gehen, die kann man selber anfassen. Das Problem ist, da hat der Herr von der FDP ja eben schon recht gehabt, wir haben einen Haufen Pendler in Deutschland, denen haben wir gesagt, ihr könnt von A nach B zur Arbeit fahren, das ist vernünftig und realistisch und für die ist das zum Teil jetzt nicht mehr vernünftig und realistisch. Ja. Und denen müssen wir helfen gleichzeitig, dann können wir bei den anderen auch sagen, Leute, ihr müsst euch einstellen, ihr müsst das anders machen, ihr müsst vielleicht das nächste Auto ein anderes kaufen, vielleicht auch ein E-Auto. Gut. Aber denjenigen, die sich selbst im Augenblick nicht helfen können, denen muss man helfen. Und Herr Tennhagen, ich muss Sie leider im Moment unterbrechen, weil jetzt genau das passiert ist, was wir versucht haben für die Sendung zu vermeiden, was jetzt aber kommt, nämlich etwas Aktuelles aus der Ukraine. 3 Ministerpräsidenten aus Osteuropa sind dorthin gefahren, um den Präsidenten Zelensky zu sprechen. Jetzt gibt es dazu eine Pressekonferenz. Wir sind hier, um Ihnen zu zeigen, wie wir Ihren Kampf bewundern gegen diesen grausamen Aggressor. Diese Invasion muss enden. Das Blut auf den Straßen, Ihre Mütter, Kinder und Ehefrauen sind in Sicherheit. Aber diejenigen, die von Putin getötet werden, werden nie in Vergessenheit geraten. Und die Europäische Union muss schnell einen Kandidatenstatus für sie einrichten und darüber hinaus die Ukraine in die EU einladen. Sämtliche Verteidigungswaffen für das Land sind erforderlich. Wir werden eine Zusammenarbeit in der ganzen Welt orchestrieren. Wir werden sie niemals alleine lassen. Wir werden an ihrer Seite stehen,
denn Sie kämpfen nicht nur für Sie, für Ihre Sicherheit und Ihr Zuhause, sondern auch für uns. Wir sind hier, um Ihrem Mut unsere Bewunderung auszudrücken, den Kampf gegen die russische Armee zu unterstützen, denn Sie kämpfen auch unser Gefecht. Sie verteidigen nicht nur Ihre Heimat, sondern auch die Heimat Europa. Sie verteidigen auch etwas, das wir die fundamentalen europäischen Werte nennen: Freiheit, Demokratie und das Recht eines jeden, seine Freiheit, über seine Freiheit zu bestimmen, über sein Leben zu bestimmen. Und wir tun alles in unserer Macht Stehende, um ihnen zu helfen, den Geflüchteten zu helfen, die aus der Ukraine kommen. Und wir wissen genau, dass das Wichtigste jetzt daran besteht, der Ukraine mit Waffen Hilfe zu leisten, damit sie sich verteidigen kann, sich auf dem Land, auf dem Wasser und auf dem Luftweg zu verteidigen. Und wir möchten auch die Einheit der Europäischen Union hier darstellen, nämlich die Familie der 27 Mitglieder darstellen. Wir unterstützen ihren Kampf, ihre Souveränität. Und das ist etwas, dass wir ganz kurz erreicht haben, wenn man das mal vergleicht mit anderen Lagen in der kürzlichen Geschichte. Wir möchten Ihnen hier auch sagen, dass Sie weiterhin mutig sein sollten. Die Ukraine ist in Europa eingebettet. Und das, was in unserer Macht steht, wollen wir tun, und wir möchten die Mitgliedschaft in der EU für Sie als Weg bereiten, und das so schnell wie möglich, und zwar nicht nur als konkreten Schritt zur Unterstützung, sondern auch als Maßnahme für diejenigen, die in die Ukraine einmarschiert sind. Sie sind Teil unserer Familie. Unsere Familien sind bereit, die Ukraine zu verteidigen und sie zu unterstützen. Und ich denke, im Moment steht es außer Frage, dass das Land, das die europäischen Werte am meisten verteidigt, die Ukraine ist. Und plötzlich ist es innerhalb der Europäischen Union so, wo wir ja über die Grundwerte sprechen, erkennen müssen, dass diese Werte auch wirklich bestehen. Und das sind Europäer, die für diese Werte kämpfen, die sie verteidigen mit ihren eigenen Leben innerhalb der Ukraine. Und das ist der Grund, aus dem die Atmosphäre und die Stimmung innerhalb der neuen Mitgliedsländer sich signifikant verändert hat. Das ist nämlich jetzt der Moment, in dem hunderttausende Menschen auf die Straßen gehen in Europa, um ihre Unterstützung auszudrücken. Sie sind nicht alleine, Sie sind Teil unserer Familie. Behalten Sie Ihren Mut, Sie werden gewinnen, gemeinsam werden wir gewinnen. Es ist eine große Freude, hier zu sein. Und es ist eine große Gelegenheit, die so wichtig ist, heute Abend hier in Kiew mit Ihnen persönlich zusammenzustehen. Und wir möchten damit unsere Unterstützung für Ihren Kampf demonstrieren. Unsere Unterstützung für Ihr Land. Wir bewundern Ihren mutigen Kampf, und Sie kämpfen für Ihre Leben, für Ihre Familien, Ihr Land, für die Freiheit. Aber Sie kämpfen auch für unsere Leben und unsere Freiheit. Das wissen wir zu schätzen. Und möglicherweise ist das wesentliche Ziel unseres Besuches heute, oder sagen wir mal, die wesentliche Botschaft zu sagen, dass Sie nicht alleine sind. Unsere Länder stehen an Ihrer Seite. Europa steht an Ihrer Seite. Слов узнання, шацунку
Eine Anerkennung des Respektes für den Heroismus des Präsidenten und der Staatsführung, für den Heroismus der ganzen ukrainischen Nation und auch des Mitgefühls für alle, die Opfer geworden sind. Aber dieses Mitgefühl kann keine leere Worthülse sein. Es muss etwas weitergehen. Ich möchte hier in Kiew Ihnen sagen einige Worte, die sich an die Führer der Europäischen Union und NATO wenden. Ich möchte an ihre Gewissen appellieren, aber auch an ihre Konsequenzen. Also sie predigen gewisse Prinzipien und wir teilen diese Prinzipien. Aber wenn man solche Prinzipien predigt, dann muss man auch daraus Konsequenzen ziehen. Man braucht die Hilfe, von der wir gesprochen haben, von der Herr Präsident gesprochen hat. Ich denke, dass man auch ein gewisses Prinzip ändern muss, die man angenommen hat. Ich denke, dass man eine Friedensmission braucht, eine NATO-Friedensmission und vielleicht einer anderen internationalen Organisation, aber eine Mission, die imstande wäre, sich zu verteidigen auf dem Territorium von Ukraine. Eine Mission, die hier auf diesem Territorium wirken könnte, natürlich mit Einverständnis der ukrainischen Behörden. Eine Mission, die nicht wehrlos wäre, eine Mission, die zum Frieden, nach dem Frieden streben würde, aber die auch durch gewisse militärische Mittel geschützt wäre. Ukraine, Europa und die ganze demokratische Welt braucht das. Ich denke, das ist der richtige Ort dafür. Dieser Ort Kiew und dieser Ort, von dem, aus dem man die Wehr leitet. Also ich möchte das an alle Dezidenten, Entscheidungsträger sagen, in Europa, in den Vereinigten Staaten und in der ganzen Welt. Es geht nicht nur um Anerkennungsworte und Solidarität, sondern es geht um die Taten. Es geht darum, was wirklich benötigt wird, um den Mut, den man so oft fehlt. Ja, soweit die Pressekonferenz der Ministerpräsidenten von Tschechien, Polen und Slowenien heute Abend in der Ukraine. Der polnische Regierungschef hat sich gleich noch sekundieren lassen von seinem Stellvertreter Stanislaw Kaczynski, der zum Schluss gesprochen hat. Die Reise ist ja wegen ihrer Gefährlichkeit auch in der Europäischen Union nicht unumstritten. Mehr zu diesem Thema nachher in der Sendung Phoenix der Tag. Wir sind jetzt zurück in der Phoenix-Runde mit dem Titel Gas und Öl aus Russland, was können wir uns noch leisten? Herr Kruse, Hermann Josef Tenhagen hat ja gerade über die Einsparmöglichkeiten gesprochen, aber auch über die Nachfragemacht, die Verbraucher haben, diese hohen Sprit- und Energiepreise etwas zu dämpfen, weil das wird natürlich nicht ausreichen. Welche staatlichen Unterstützungsmaßnahmen brauchen wir denn noch? Es gibt ja das Energiegeld, das ist aber, steht im Koalitionsvertrag, ist aber noch nicht ausgearbeitet, konzeptioniert. Es gibt den Heizkostenzuschuss wegen der hohen Gaspreise. Vor allen Dingen sind vielleicht auch noch Steuersenkungen nötig, eine Erhöhung der Pendlerpauschale. Was ist da von der Koalition, die Sie hier jetzt repräsentieren, von der Ampelkoalition zu erwarten? Ja, zunächst mal gibt es ja neben den beiden Maßnahmen, die Sie schon aufgezählt haben, auch noch die Abschaffung der EEG-Umlage, die wir jetzt vorgezogen haben. Der erste Schritt ist ja schon passiert zum 01.01.2022. Der zweite war für Anfang 2023 geplant, wird jetzt aufgrund der steigenden Preise auf Mitte dieses Jahres vorgezogen. Das ist ein Entlastungspaket im zweistelligen Milliardenbereich, das erst noch wirksam wird. Und darüber hinaus müssen wir aber natürlich genau schauen, wo entstehen diese Entwicklungen dauerhaft. Im Ölbereich haben wir eben besprochen, ist Substituierung russischen Öls möglich. Wir haben einen Weltmarkt, wir können anderswo kaufen. Es dauert ein bisschen, aber es ist möglich.
Im Gasbereich ist es nicht ganz so leicht. Zum einen hat Russland da einen wesentlich höheren Anteil an unserem Gas. Und zum zweiten ist, wenn wir substituieren über LNG, dauert es etwas länger, das aufzubauen. Und es ist auch etwas teurer. Das heißt, im Gasbereich müssen wir ansetzen, zum Beispiel indem wir an die Energiesteuern rangehen. Das wäre mein Vorschlag, dass wir Energiesteuern bei Strom und bei Gas senken, weil wir dadurch auch sehr schnell einen Entlastungseffekt erzielen können. Herr Möhring, es gibt ja viele Unternehmen, die jetzt leiden unter den hohen Energiepreisen. Selbst in der Energiewirtschaft gibt es ja Probleme. Was hilft denn da am meisten? Eher Kredite oder auch Überbrückungshilfen, auch Steuersenkung? Was erwartet die Wirtschaft jetzt auch speziell die Energiewirtschaft, wie der Staat auf diese hohen Energiepreise reagiert und wie er auch den Wirtschaftszweigen da unter die Arme greift? Ja, das ist ein sehr wichtiger Punkt, Herr Kehler. Zu Recht haben wir hier gerade sehr ausführlich gesprochen über die Verbraucher und die Konsequenzen und die Möglichkeiten, die wir im Bereich der Verbraucher haben. Wenn wir uns den Erdgasverbrauch in Deutschland anschauen, dann ist eben ganz, ganz wichtig, dass über ein Drittel des Erdgasverbrauchs von den Industrieunternehmen verbraucht wird. Industrieunternehmen, die in vielen Fällen keine Chance haben, vernünftig zu reagieren, insbesondere dann, wenn sie international im Wettbewerb stehen. Das ist eine für viele Unternehmen, wenn das länger anhalten würde, eine dramatische Situation. Wir kommen sicherlich gleich noch zu der Frage, was passiert eigentlich, wenn ein Stopp käme. Noch haben wir, Frau Tutt hat es richtig gesagt, offenbar keine Versorgungskrise, sondern wir haben eine Preiskrise. Meine Sorge hier ist, muss ich Ihnen ganz ehrlich sagen, dass aus Sicht der Bundesregierung hier vergleichsweise wenig zu tun ist. Eine Reihe von den Entlastungen, von denen hier gerade bei den Verbrauchern die Rede ist, sind ja bislang bei den Großindustrien gar nicht vorhanden. Die zahlen keine EEG-Umlage zum Beispiel, richtig große Unternehmen, um da präzise zu sein. Ich sehe da schwere Zeiten auf die Unternehmen zu kommen. Ich sehe aber auch schwere Zeiten zukommen auf eine Reihe von Energieunternehmen im Moment, die an der Börse von hohen Strom- und von hohen Gaspreisen oder mit denen von diesen Preisen konfrontiert sind. Und die ein hohes Maß an Liquidität auf einmal zur Verfügung stellen müssen. Eine Liquidität, die sie dann vielfach nicht haben und die sie gerade jetzt über Darlehen von der KfW ausgleichen müssen. Das ist natürlich eine ausgesprochen hilfreiche Aktion hier, dass hier nicht unsere großen Energieunternehmen auch noch in Schwierigkeiten kommen. Das war ein Stichwort gewesen, Herr Möhring. Würde ich gerne die Frage an Herrn Tenhagen weiterreichen. Viele Verbraucher haben ja erlebt, dass ihr Gasversorgungsunternehmen sie plötzlich rausgeschmissen hat aus dem Vertrag, weil dieses Unternehmen diese hohen Preise gar nicht mehr refinanzieren konnte. Wenn man sich mal generell diesen Gasmarkt ansieht, waren da auch Wildwestmethoden unterwegs? Weil das bedeutet ja, wer aus dem Vertrag rausfliegt, weil er kein Gas mehr von seinem bisherigen Vertragspartner bekommt, geht ja in die sogenannte Grundversorgung über. Das sind meistens die Unternehmen mit den höchsten Gaspreisen. Was ist auf diesem Gasmarkt eigentlich passiert jetzt und was jetzt sozusagen das Resultat ist dieser hohen Gaspreise? Das war ja schon vor dem Ukraine-Krieg so. Ist das zu wenig reguliert worden? Was war da der Grund für diese Misere? Da ist in jedem Fall auch ein Stück weit Regulierung, die fehlt. Also der Wilde Westen hat da tatsächlich existiert. Ich meine, da gibt es geltende Verträge und dann sagt der eine Vertragspartner einfach, ich habe keine Lust mehr, ich kann nicht mehr. Und er hat sich offenbar auch nicht präpariert. Und da reden wir nicht von dem Zeitpunkt jetzt Krieg, sondern wir reden von dem Zeitpunkt im letzten Herbst. Die haben sich nicht präpariert dafür, dass sie ihre Lieferung wirklich gewährleisten können. Das heißt, die sind am Markt und können eigentlich ihren Dienst gar nicht anbieten, weil sie ihn nicht machen können. Zum Teil gibt es auch noch Verdacht, dass da durchaus Geld verdient worden ist und man einfach nicht mehr wollte, um die alten Gewinne nicht zu gefährden. Das kann natürlich bei sowas wie Energieversorgung eigentlich so nicht sein. Da muss Regulierung so gut sein, dass die das auf jeden Fall, dass die Anbieter auf jeden Fall das liefern können. Teil 1. Teil 2 ist ja gut, dass es die Grundversorgung in Deutschland gibt. Das heißt, nirgendwo ist die Bude kalt geworden, nirgendwo ist der Strom ausgefallen, obwohl es diese Probleme mit einzelnen Anbietern gab. Also da hat die Regulierung gut funktioniert. Was dann nicht funktioniert hat, dass der ein oder andere Grundversorger dann der Meinung war, er könne seinen Strompreis von 33 Cent auf 1 Euro raufschrauben, weil die Leute ja nirgendwo anders hin können. Da kann man ja von diesen Kunden kann man es ja nehmen. Das ist im Ruhrgebiet losgegangen und war im Südwesten, gab es dann, Pforzheim war, glaube ich, der Spitzenreiter mit 1,04 Euro pro Kilowattstunde Strom. Das ist eigentlich unvorstellbar. Und das muss dann erst wieder
von anderen Stromanbietern über Gerichtsverfahren eingefangen werden. Auch da würde man sich erwarten, dass Regulierung eigentlich so funktioniert, dass sowas in der Form nicht stattfindet. Die Kunden, die können sich da nämlich nicht gut wehren. Also sie können dann sozusagen hinterher versuchen, ob sie irgendwie Geld bei dem Anbieter, der da unverschämt war, zurückholen. Im Augenblick können sie aber nirgendwo anders hingehen. Mhm. Sie können auch diese Verträge nicht kündigen. Sie sind da ein bisschen gefangen und müssen hinterher das wieder zusammenfegen. Und das ist eigentlich auch nicht sinnvoll, weil der einzelne Kunde, der redet dann über 300 Euro. Und der Durchschnittsdeutsche, der verklagt nicht wegen 300 Euro seinen Strom- oder Gasversorger. Das machen die einfach nicht. Würde ich auch nicht machen. Herr Möhring, Herr Keller, ja. Vielleicht, wenn ich kurz ergänzen darf. Also ganz ehrlich, ich bin mit ganz vielen Dingen bei Ten Hag. Ich erwarte ehrlich gesagt eine Reihe von rechtlichen Verfahren, denn so einfach rausschmeißen geht ja mal nicht. Ganz kurz zur kommerziellen Beschreibung dessen, was da passiert ist. Ich formuliere mal so rum. Gut gemanagte Stadtwerke in Deutschland haben ein Risikomanagement, das fundamental dazu führt, wenn die einer Vielzahl von Kunden Strom für das kommende Jahr zu einem bestimmten Preis verkauft, dass dieser Strom auch in dem Moment eingekauft wird. Man ist sozusagen gehedged. Ja? Dann ist der Strompreis klar auf der Einkaufs- und auf der Verkaufsseite. Diesen Unternehmen passiert in dem Moment nämlich dann nichts mehr, wenn die Preise im Laufe der Zeit hochgehen sollten. Nun gucken wir auf eine Reihe von Jahren zurück, wo diejenigen, die nicht den Strom, den sie verkauft hatten, eingekauft hatten, sondern, und da bin ich dann bei Herrn Tenhagen und sage, das ist Spekulation, die haben spekuliert darauf, dass wenn der Lieferzeitpunkt näher kommt, dass die Preise sinken und die wollten dann mehr Geld verdienen. Und die sind in der Situation, als die Marktpreise auf einmal nach oben gegangen sind, schlicht auf der falschen Seite des Marktes gewesen und haben Verluste gemacht, die sie in keiner Weise mehr ertragen konnten. Das ist eine Form von Risikomanagement, die meiner Ansicht nach nichts mit einer soliden Unternehmensführung zu tun hat. Und wir haben auch gesehen, welche Unternehmen nicht darunter gelitten haben und welche Unternehmen es durchgehalten haben. Gut, das war jetzt noch zur Klarstellung und zur Ergänzung nochmal. Es war ja nicht ursächlich der Ukraine-Krieg dafür verantwortlich. Das gab es ja auch schon vorher mit steigenden Gaspreisen. Aber beginnende steigende Gaspreise, die dazu geführt haben, letzten Endes, weil ja nun Gas in die Stromerzeugung geht, dass die Stromerzeugung in Preishöhen gegangen ist, die man nicht erwarten konnte. Ich würde da auch widersprechen wollen, ehrlich gesagt. Ja. Also ich würde da widersprechen wollen, denn wir haben in diesem Winter und zum Beginn des Winters zwei Effekte gesehen, die von Russland ausgegangen sind. Der erste ist, Russland hat systematisch die Gasspeicher in Deutschland, 30% der Gasspeicher in Deutschland sind unter russischem Einfluss, die haben sie systematisch geleert. Das zweite ist, sie haben sich an den Spotmärkten sehr zurückgehalten. Das heißt, sie haben nur die langfristigen Verträge bedient. Die Folge all derer, die gesagt haben, wir kaufen Gas kurzfristig und wir verkaufen es kurzfristig, die konnten dann nicht mehr mithalten. Die hatten sehr schnell die steigenden Preise im Portfolio. Und deswegen ist es sehr wohl auf einen beginnenden Wirtschaftskrieg gegen den Westen Europas von Seiten Russlands zurückzuführen. Insofern doch, das ist schon eine Kriegsfolge, nur nicht der Kampfhandlung. Gut, dann lassen wir uns trotzdem zu dem Thema Russland und unser Energielieferant zurückkehren, jetzt im Zusammenhang mit dem Ukraine-Krieg. Im Moment wird der Druck ja von außen immer größer, von osteuropäischen Staaten, auch von der USA, dass wir uns einem totalen Importstopp von Öl und Gas aus Russland anschließen sollen. Nur das würde Putin wirklich in die Knie zwingen und würde ihn für Kompromisse oder auch möglicherweise für Waffenstillstandsverhandlungen bereit machen. Was würde das eigentlich ausmachen für die deutsche Wirtschaft, für den Verbraucher, für die Unternehmen? Wir sind alle davon betroffen, wirklich alle, wenn das passieren würde, wenn man von heute auf morgen von westlicher Seite den Öl- und Gashahn zudreht. Was passiert? Was kostet das? Das weiß keiner so richtig genau, wie weit das dann durchgeht. Also, dass die Energie fehlen wird und dass die viele Unternehmen unmittelbar betreffen wird, das ist klar. Nur wenn bestimmte Dinge dann nicht mehr produziert werden, hat das ja dann Auswirkungen auf Arbeitsplätze, auf Lieferketten, auf nachgelagerte Industrien. Das ist eben so eine Weiterung, die kann potenziell die ganze Wirtschaft richtig runterreißen oder schmerzhaft bleiben und irgendwie zu managen. Das ist im Moment schwer abzusehen. Also beim Öl wird es ein bisschen leichter und schneller abzufangen sein, weil es Alternativen gibt. Bei der Kohle ist das schon im vollen Gange. Ja, auch, da sind wir auch ziemlich stark abhängig. Beim Gas ist es wirklich
schwierig. Und da ist ja dann auch ein grüner Bundeswirtschaftsminister, der auf einmal vor Dingen warnt, die er eigentlich gerne schneller gehabt hätte als später. Und insofern muss man das schon ernst nehmen. Die Regierung sagt ja auch gerade immer, ist ein bisschen schwer für mich jetzt nachzuprüfen, aber Russland könne seinen Krieg mit eigenen Rubel, mit Gelddrucken finanzieren, weil es eine eigene Rüstungsindustrie hat und weil die Versorgung der ganzen Kriegsmaschinerie aus eigenen Wirtschaft heraus funktioniert. Aber der Staat an sich bräuchte die Devisen und den erwischen wir auch schon, indem wir Zahlungssysteme unterbrechen und so weiter und so fort. Das ist vielleicht so ein bisschen eine Entschuldigung und eine Art, wie man sich auch schadlos halten kann. Aber beim Gas müssen wir einfach diesen liberalisierten Markt, der auch nicht so richtig geordnet ist und wo wir uns sehr Russland übergeben haben, da müssen wir noch ein bisschen Ordnung reinbringen und ein bisschen sortieren. Ja. Ich komme darauf gleich nochmal zurück. Aber Herr Kruse, haben wir nicht eine gewisse Ambivalenz? Der Untertitel der Sendung heißt, können wir uns das noch leisten? Also Öl und Gas aus Russland, aber können wir es uns eben leisten, auf Öl und Gas aus Russland zu verzichten? Also sozusagen das Gegenteil. Sind wir da in einer Zwickmühle? Kommen wir da so schnell wieder raus aus dieser Frage? Denn wenn die Sanktionen nicht effektiv genug sind, dann wird dieser schreckliche Krieg möglicherweise noch länger gehen. Also zunächst mal ist es sehr wichtig, die Regierung arbeitet mit Hochdruck daran, dass diese Themen gelöst werden. Und es ist ein sehr wichtiges Signal auch an die Menschen in diesem Land, die jetzt auch natürlich die Spritpreise gesehen haben und eine gewisse Besorgtheit gehabt haben zu sehen, okay, da wird auf allen Gebieten was getan. Im Bereich Öl ist es so, wir haben einen Weltmarkt, wir können den russischen Anteil substituieren. Es ist möglich. Im Bereich Kohle ist es so, dass es etwas dauert, die neuen Prozesswege aufzubauen. Wir können Kohle aus Australien holen, sie müssen eine bestimmte Qualität haben, aber das ist möglich. Zeitlicher Vorlauf 3 bis 6 Monate. Die Regierung arbeitet bereits daran. Und im Bereich Gas, da ist es die größte Herausforderung, denn da ist es so, dass der russische Anteil schlicht zu hoch ist. Ich muss mal sagen, auch in einem Nachtwächterstaat, wo der Staat nicht so viel eingreift, darf der Nachtwächter nicht schlafen. Das hat die GroKo der letzten 8 Jahre leider getan, als man immer höhere Anteile Russlands im Gaszulieferbereich akzeptiert hat. Was man jetzt tun muss, ist schnell dafür sorgen, dass wir mehr Gas von anderswo importieren können. Dafür brauchen wir LNG-Terminals, aber auch die brauchen 3 bis 5 Jahre. Und das heißt, wir brauchen jetzt noch FSRUs, das sind schwimmende Terminals, über die wir selber als Deutschland noch in diesem Jahr LNG importieren können, damit wir genügend Gas auch im nächsten Winter zur Verfügung haben. Es ist natürlich schon interessant, dass die FDP jetzt vom Nachtwächterstaat spricht, weil sie ja eigentlich den Staat eher nicht so als Wirtschafts- und Unternehmensakteur ordnet den Markt, damit der Wettbewerb funktioniert. Herr Möhring, vielleicht ganz kurz, Herr Möhring, daran anschließend, wie kam es eigentlich, dass wir uns eine solche Abhängigkeit begeben haben, gerade was das Erdgas angeht gegenüber Russland, aber Erdöl und Kohle sind ja auch in einer hohen Prozentzahl auf dem deutschen Energiemarkt vertreten. War das Leichtsinn? War das Kostenbewusstsein, falsches Kostenbewusstsein? War das Gewohnheit? War das Blauäugigkeit? Was war das? Und uns wird gerade auf sehr tragische Art und Weise vorgeführt, hier in Deutschland und ehrlich gesagt in ganz Europa, wie brüchig solche Verflechtungen, internationalen Verflechtungen werden können. Das Ganze ist vor mehr als 50 Jahren, hat das mal begonnen mit dem Erdgasröhrengeschäft. Ich will jetzt nicht die Historie aufarbeiten, aber Tatsache ist, wir haben sehr lange sehr großen Wert darin gesehen, Gas aus Russland zu beziehen. Ich will jetzt gar nicht bewerten, ob die Zahl 40% plausibel ist oder 50%. Als jemand, der seit über 30 Jahren in dieser Branche ist, kann ich Ihnen aber sagen, ein Szenario, das wir jetzt diskutieren, wir gehen auf Null. Ich glaube, das haben weder die Gaswirtschaftsexperten noch die politischen Experten in der Form antizipieren können. Und ich kann Ihnen sagen, ich bin weiterhin geschockt über das, was wir jetzt hier sehen. Tatsache ist aber auch, und ich glaube, so sollten wir die Diskussion erstmal beginnen. Eins steht fest, und da bin ich komplett bei Herrn Kruse, die Gaswirtschaft wird sich vollständig neu sortieren müssen, was die Versorgung von Erdgas nach Nordwesteuropa oder nach Europa insgesamt angeht. Das heißt, es werden Alternativen gesucht werden müssen. Sie sind bereits angesprochen worden. Wir hoffen mal, dass das tatsächlich ähnlich schnell geht, wie Herr Kruse das beschreibt. Und ich muss sagen, ich habe auch einen Heidenrespekt vor dem Wirtschaftsminister, der hier eine Reihe von Kröten schlucken muss, die ihm, da bin ich mir ganz sicher, nicht leicht fallen, die er gerade schluckt, weil er schlicht Verantwortung auch hat in seiner Rolle als Wirtschafts- und Energieminister.
bezogen auf die kurze Frist, Herr Keller und liebe Mitdiskutanten, glaube ich, sollten wir in der Tat uns die Frage stellen, was können wir uns leisten, wie der Titel ja auch dieser Sendung heißt. Gleichzeitig müssen wir schauen, was sind die Konsequenzen, wenn wir ganz aussteigen. Und wer auch immer diesen Ausstieg verkündet, machen wir uns nichts vor. Ja? Er kann ja auch aus Moskau verkündet werden. Was sind die Konsequenzen? Sanktionen, die wir verkünden werden, werden sehr vorsichtig dahingehend entwickelt, dass sie idealerweise nicht denjenigen treffen, der die Sanktion ausspricht. Und wir müssen die große Sorge haben, ich hatte es vorhin angedeutet, Frau Tutt hat es ja auch noch mal deutlich gemacht, wir laufen große Gefahr hier, dass das Industrieunternehmen und Wertschöpfungsketten, die damit zusammenhängen, auseinanderfallen. Ich habe mir neulich von einem hohen Gewerkschafter erzählen lassen, wir müssen uns vielleicht sogar fragen, und das war nur pointiert gemeint, also nicht zu wörtlich sehen, was ist eigentlich wichtiger, Industrieunternehmen, bei denen man noch einen Arbeitsplatz hat oder eine warme Wohnung. Also wir kommen in ganz, ganz schwierige Diskussionen rein, denn eins steht fest, kurzfristig laufen wir ganz große Gefahr, dass wir nicht in der Lage sind, das zu managen. Es geht dabei nicht um diesen Winter, also den jetzt auslaufenden, aber bereits der kommende Winter kann für uns ausgesprochen schwierig werden. Daher auch die Maßnahmen der Bundesregierung. Ein Ölembargo der Russen, was Öl und Gas betrifft, oder ob wir es oder die Russen aussprechen, wie auch immer, Herr Ten Hagen, hat ja massive Konsequenzen für die Verbraucher. Über das hinaus, was wir jetzt noch besprochen haben, nicht nur die Energiepreise werden weiter steigen, möglicherweise auch die Lebensmittelpreise. Es wird dann aus der Ukraine, aus Russland vielleicht auch weniger Öl, weniger Getreide geliefert. Die Logistikketten gerade im Lebensmittel- und im Konsumgüterbereich können unterbrochen werden. Es sind dann ja auch schon angekündigt worden oder zumindest hat man darüber schon nachgedacht, was das bedeuten könnte für die Versorgung der Bevölkerung, wenn da Teile dieser Infrastruktur ins Wanken kommen. Was bedeutet das speziell für die Verbraucher, ohne dass wir jetzt hier alarmistisch werden? Also erstmal muss man das, glaube ich, trennen. Also wir haben jetzt alle am Tisch gesagt, beim Öl geht es vielleicht am einfachsten. Das wäre auch eine ganz, also diesen Transport einfach zu kappen, diese Handelsbeziehung zu kappen, das wäre unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten, weil das meiste Geld tatsächlich die russische Regierung übers Öl verdient, eine interessante Frage, ob wir das Öl tatsächlich so schnell beschaffen können und ob wir es dann halbwegs vernünftig hinbekommen können. Also ich glaube, man sollte sich, wenn man darüber nachdenkt, überhaupt darauf mal konzentrieren. Da geht, glaube ich, noch am ehesten was. Teil 1. Teil 2. Wir werden am 1. April wird das Statistische Bundesamt die Inflationsrate für den März verkünden. Und ich sage mal, also bei uns in der Redaktion sagen die einen, also vielleicht ist es eine 7, andere sagen, ist es eine 8 vorne. Das heißt, wir werden dann vermeintlich einen großen Schock haben. Dabei wissen wir am Tisch hier alle und die meisten da draußen, die sich damit beschäftigen, dass das kommen wird. Also darüber müssen wir nachdenken. Das ist zum einen der Energiepreis, aber das ist auch alles Mögliche, was da hinten dran hängt, was man jetzt tun muss, damit die Haushalte, die es enge haben, damit die über die Runden kommen. Wir müssen nämlich auch was anderes nochmal angucken. Wir haben 2020 und 2021 eine Sparquote in Deutschland gehabt von 15%. Wenn man sich klar macht, dass das unterste Drittel der Bevölkerung sowieso nichts sparen kann, die untersten 40%, haben wir anderen richtig viel Geld auf die Seite legen können. Wir brauchen dann in dieser Situation die Hilfe nicht unmittelbar, aber diejenigen Haushalte, die es eng haben, darum wird man sich kümmern müssen und darum muss sich diese Ampelkoalition kümmern. Und ansonsten müssen wir dann schauen, als Nächste ist Handwerker gegen Putin. Also, dass wir das mit dieser Heizung und Energiewirtschaft an den Start kriegen, so wie es eigentlich seit Jahren hätte gemacht werden müssen, damit wir im nächsten und im übernächsten Winter deutlich weniger Energie brauchen und damit auch ein bisschen resilienter, das ist ja, glaube ich, das Modewort im Augenblick, gegen Druck aus Russland an der Stelle sind. Das ist das, was man im Augenblick tun muss. Den Armen helfen und für die anderen, denen die Mittel zur Verfügung stellen, dass die sich selber stärker helfen können. Und letzter Punkt noch mal kurz. Uniper wollte ein LNG-Terminal in Wilhelmshaven bauen im Jahr 2020. Ich habe es heute noch mal nachgeguckt. Da wollte bloß keiner LNG haben von der deutschen Gaswirtschaft, weil sie alle gesagt haben, ist zu teuer. Und es ist nicht daran gescheitert, dass es irgendwer nicht hätte genehmigen wollen, sondern dass Uniper gesagt hat, wir haben keine Kunden, wir machen das nicht. Gut, jetzt haben wir die Frage, was bleibt uns als Alternative übrig, wenn wir
entweder verzichten müssen oder verzichten wollen auf russisches Erdgas, russisches Erdöl. In mittelfristig LNG ist der Name schon genannt worden, also Flüssiggas, das wir hier aber in den Häfen gar nicht löschen können. Man kann auch die Nordsee nicht zum Persischen Golf so schnell machen, selbst wenn dort Erdöl- und Erdgasvorkommen drin sind und in den angrenzenden Festlandsteilen von Niedersachsen und Schleswig-Holstein. Was muss jetzt schwerpunktmäßig geschehen, damit dieses mögliche Defizit, das wir ja auch politisch und sicherheitspolitisch nicht mehr wollen, ausgeglichen wird, indem wir eben aus Russland möglichst wenig noch beziehen? Also das Erste sind die kurzfristigen Maßnahmen. Wir haben ja Pipeline-Systeme beispielsweise mit Norwegen. Wir haben Norwegen darauf angesprochen, dass wir gerne mehr, auch kurzfristig mehr Gas beziehen möchten. Ganz wichtig ist darüber hinaus, dass wir für den nächsten Winter gewappnet sind. Der Großteil des Gases wird im Winter verbraucht, weil eben Gas häufig zum Heizen eingesetzt wird. Deswegen ist es wichtig, dass wir schon mit dem Frühling und Sommer jetzt beginnen, unsere Gasspeicher zu füllen, damit wir im nächsten Winter eben nicht in die gleiche Abhängigkeit geraten, in der wir in diesem Winter waren. Deswegen bringen wir jetzt als Ampel noch in dieser Woche in den Deutschen Bundestag ein Gesetz ein, in dem es genau darum geht, wie die Gasspeicher in Zukunft reguliert werden müssen. Es kann ja nicht sein, dass ein russisches Unternehmen 30% der Speicher besitzt, damit schaltet und waltet, wie es möchte und geopolitische Ziele Russlands verfolgt, einen Krieg gegen den Westen, einen Wirtschaftskrieg damit auch verfolgt. Da bin ich der Meinung, es muss gewährleistet sein, dass die kritische Infrastruktur in diesem Land auch im Zugriff ist. Und das bedeutet, wir müssen es schaffen, dass diese Speicher voll sind und dass wir hiermit nicht noch den russischen Staat mitfinanzieren. Der Staat hat die Möglichkeit, das zu entscheiden. Also Sie sagen, die Gasspeicher sind in der Hand oder einige von Gazprom, die wiederum ja eigentlich gegen unsere Interessen arbeiten, möglicherweise uns auch militärisch bedrohen. Und gleichzeitig herrschen die hier in Deutschland über die Energievorkommen. Das ist irgendwie absurd, das versteht ja, da, keiner so da richtig. Darf man nicht naiv sein. Das Stichwort lautet Missbrauch einer marktbeherrschenden Stellung. Das ist genau das, was Russland hier mit seinen Unternehmen in Deutschland getan hat. Und da darf der Nachtwächterstaat dann eben auch einschreiten. Im Übrigen hat die EU-Kommission in der letzten Woche ein Dokument veröffentlicht, in der sie sagt, solange, erstens, es soll ein Unbundling stattfinden, also eine Trennung, dass man nicht liefern darf und noch Speicher besitzen darf. Und solange das noch nicht Gesetzeslage ist, sollten die Mitgliedstaaten der Europäischen Union so tun, als wäre es schon Gesetzeslage. Das habe ich von der EU-Kommission noch nie gehört. Das zeigt, es besteht auf allen politischen Ebenen der dringende Handlungswunsch, dass hier eine Entflechtung stattfindet. Ich würde gerne noch einen Aspekt des Themas ansprechen. Herr Kmöring. Ja. Ja, also gerne, ganz kurz als Ergänzung in dem Zusammenhang. Also ich glaube, wir sind uns alle einig, dass die Gasspeicher im kommenden Winter idealerweise so voll sein sollen, wie es irgendwie geht. Ich hatte schon meine Sorge zum Ausdruck gebracht für den Fall eines Embargos, dass das auch einfach physisch nicht geht. Aber lassen Sie mich einen Punkt ergänzen. Für den Füllstand in den Speichern ist nicht der Eigentümer verantwortlich des Speichers, sondern das sind die Händler, die dort die Speicherkapazitäten buchen. Und eben diese Händler müssen auch die Anreize haben, in diese Speicher auch tatsächlich Gas einzulagern. Ganz einfach, im Moment ist das Gas im Sommer teurer als das Gas im Winter. Also kein Händler, der Speicher gebucht hat, hat ein hohes Interesse daran, Gas einzuspeichern. Hier ist dann eine Regulierung, wie sie gerade diskutiert wird. Vermutlich läuft sie das Risiko, dass Händler diese Speicher gar nicht mehr buchen werden. Und wir werden dann in eine staatlich organisierte Lösung reingeraten. Tatsache ist, wir brauchen volle Speicher. Ich kann nur gegenüber der Regierung anregen, dass sie versucht, möglichst marktnah diese Lösung zu finden. Die Lösung, die gerade diskutiert wird, läuft die Gefahr, dass Händler schlicht keinen Speicher mehr buchen. Eigentümerstellung spielt an der Stelle keine Rolle. Aber da würde ich gerne noch mal einsteigen, weil das ist ganz wichtig. Wir wollen ja genau die Händler dazu verpflichten, dass sie einen Teil einspeichern und nicht die Gasspeicherbesitzer. Insofern stimme ich Ihnen an der Stelle zu. Nur Ihr Argument, dass es im Winter günstiger ist, Gas zu kaufen als im Sommer, hat uns im letzten Winter genau in diese Problemlage geführt. Das sollten wir also nicht wiederholen. Ja. Herr Kruse, ich rede gar nicht gegen Sie, ganz kurz vielleicht noch. Ich sehe den Punkt. Nur Tatsache ist,
die Speicher, wenn sie nicht gebucht sind, werden dann auch nicht gebucht. Und dann haben sie auch keine Verpflichtung. Ein Händler, der nicht gebucht hat, ist auch zu nichts verpflichtet. Also die Sorge, die man haben muss, ist, dass keine Buchungen vorliegen. Und das muss dann gemanagt werden. Das ist meine schlichte Anregung. Und ich hoffe, dass das marktlich geht. Da gibt es Konzepte. Das sprengt allerdings den Rahmen dieses Call, dieses Talks. Ich würde gerne aber einen Aspekt noch, Frau Tut, ansprechen, nämlich das Thema Energiewende. Bisher war es ja so, Vereinbarung im Koalitionsvertrag, raus aus dem Atomstrom dieses Jahr, Kohlestrom 2030, Gas als Brückentechnologie bis zum Erreichen der Klimaneutralität. Das ist doch offensichtlich alles Makulatur. Wo sind da Änderungen zu erwarten, wenn Sie es ganz kurz machen können, als kurzen Aspekt noch? Ja, also das eine ist ja, dass die Grünen, die ja Klimawende und Klimaneutralität am stärksten vorantreiben, die haben jetzt ganz viele Kröten schlucken müssen, die haben sehr viele Dinge auch über Bord werfen müssen. Die versuchen jetzt natürlich dann als Alternative, die Energiewende voranzutreiben, das ist Teil des Gesetzespaketes, das auf dem Weg ist, dass eben schneller die erneuerbaren Energien einen großen Teil der Energieversorgung übernehmen, dass eben trotzdem noch dann in LNG, später dann Wasserstoff investiert wird und so weiter. Das ist der zweite Strang, der jetzt versucht wird. Die große Frage, die hier keiner richtig beantwortet, ist, es kostet alles wahnsinnig viel Geld, weil es staatsgelenkt ist. Und wir hatten mal eine Schuldenbremse, die können wir, glaube ich, dem Namen nach und überhaupt hinten runterkippen. Das hätte ich jetzt auch noch untergebracht als Frage an Herrn Kruse, aber wir haben keine Zeit mehr. Deswegen, wir halten die Schuldenbremse 2023 wieder ein. Kurze Antwort. Dann haben Sie es jetzt gesagt. Wenn die Steuereinnahmen sprudeln und die Inflation hoch ist. Kann ich jetzt keinen Widerspruch zulassen, hat aber was mit der Zeit zu tun und nicht, dass da alle wahrscheinlich oder eben nicht alle hier einer Meinung sind. Eine ganz kurze Frage an Sie alle noch. Bitte, vielleicht kann man das mit einem Satz beantworten. Es fällt ja auf, wie groß die Bereitschaft der Menschen im Moment ist, das wissen wir durch Umfragen, nicht nur durch Straßenumfragen, auch durch demoskopische Umfragen, sich einzuschränken, um auch solidarisch mit der Ukraine zu sein. Wird das anhalten? Was meinen Sie? Ja, die Freiheit hat einen Preis, aber sie hat eben auch einen großen Wert und viele Menschen erkennen das. Was meinen Sie, werden die Leute, wenn sie merken, dass die Freiheit wirklich einen Preis hat? Ja, ich glaube, das greift dann ineinander in so ein Grundgefühl, dass viele Menschen auch schon beim Klimaschutz bereit sind, Wege zu gehen. Und das geht in die gleiche Richtung, das Verhalten dann. Herr Ten Hagen, ganz kurz bitte. Sie noch? Lieber frieren, als sich schämen, wenn das denn funktioniert. Solange wir den Eindruck haben, es geht voran dabei. Gut, da das Frühjahr kommt, ist das vielleicht ein bisschen einfacher. Herr Möhring? Ich hoffe ganz stark, dass Sie recht haben, Herr Kähler. Die Sorge, die man haben muss an der Stelle, ist, dass auch das im wahrsten Sinne des Wortes seinen Preis hat. Dann bedanke ich mich bei Ihnen, bedanke mich bei Kurtula Tut, bei Michael Kruse, bei Hermann Josef Tenhagen und bei Ludwig Möhring. Liebe Zuschauer, morgen in der Phoenix-Runde Flucht aus der Ukraine. Was muss Europa jetzt tun? Wir bleiben also beim Thema. Beim Thema bleiben wir jetzt auch in der Phoenix-Runde. Mit Maya Weber. Da geht es natürlich um die Ereignisse dieses Tages in der Ukraine, auch die Reise der drei Ministerpräsidenten. Darin auch ein Gespräch mit dem ukrainischen Botschafter in Deutschland, mit Andrei Melnik. Bleiben Sie bei uns.